Jo, servus die Maum und grüß euch die Buben. Ja, bin wieder mal im Dschungel unterwegs, habe ein ganzes Zeitfenster für mich ausgenutzt. Ein bisschen Zeit habe ich, muss ich natürlich ein bisschen rausgehen, weil ich nutzen möchte. Noch zwei Serien für meine Tipps und Tricks folgen möchte ich da noch dran. Ein bisschen durch den Dschungel durch, wie immer, standardmäßig. Und natürlich Käfchen. Essen gibt es heute keins, weil da gibt es heute auf die Nacht was. Und ja, in der Zwischenzeit haben wir, es ist kurz vor 13 Uhr, ein bisschen Zeit habe ich für mich, 2-3 Stunden, und das nutzen wir halt aus. Und jetzt, ja, vielleicht finde ich auch sogar Morcheln schon, obwohl ich ja blind bin für diese Schwammerl, aber schauen kann man, weil es gibt schon auch, die auch gefunden haben. Bärlauch gibt es auch, da möchte ich mir ein bisschen an Hand nehmen. Und für meine Frau brauche ich noch ein paar dünne Lianen, die will sie irgendwas basteln, was weiß ich, was. Ah, ja, mal schauen, da gibt es genügend so Fingerdicke, da werde ich auch was finden. Ja, aber jetzt schauen wir mal in Gemütlichkeit durch den Dschungel weiter. Oh, ich glaube, da hätte ich schon ein paar. Da sind so Fingerdicke. Na ja, die werden wir sich mal. Ah, die brechen schon leicht. Ja, wenn ich irgendwas Frischeres finde, ja, muss da halt ein bisschen aufpassen. Ne? Wir haben da nämlich ein bisschen an Wind und ja, da ist ziemlich viel Geäst gebrochen. Aber ich glaube, ich schaue sowieso immer noch um. Sicher ist sicher. Ja, mein Dschungel ist da auch ziemlich voll mit Schneeglickerl, und das ist ein Wahnsinn. Mit Schneeglickerl übersät und natürlich auch Bärlauch gibt es auch. Ah, da hätte ich einen. Der hätte man schon zusagen. Schauen wir mal, ob wir den ein bisschen runterbringen. Der ist wenigstens noch frischer. Ja, leider, die brechen eigentlich alle ab beim Wickeln schon. Die sind so trocken, dass da kein ganzes Stück Wasser kommt. Ja, schauen wir, wie ich irgendwo frischere kriege. Die hassen leider nichts. Ja, das war leider Salz mit X, nämlich leider nichts. Aber es ist wurscht, ich muss ja nicht unbedingt damit heimnehmen. Ja, eins kann ich auf alle Fälle sagen. Bärlauch gibt es wieder genug. Perfekt. Jetzt ist eigentlich genau das, was nicht sollte. Es fängt zum Regen an. Ich hoffe, das ist nur ein kleines Wickel. Ja, halten wir mal an. Naja, ich glaube, der war weniger geeignet. Wenn wir die Größe anschauen. Ja, keine Ahnung, wie ich den heimbringen darf. Bist du deppert, du musst den Baum umschneiden. Da spielt sich ein Ramazzotti da um. Ja. Der Tag ganz schön weg rum. Ist zwar schon älter, aber immerhin. Ja, zum Regen hat es jetzt aufgehört. Jetzt haben wir da ein bisschen durchgearbeitet, durch den Dschungel. Da unten ist wieder mein Wasserl, und da schaue ich wieder mal hin, was wir sehen. Ja, da schaut es einmal, Bärlauchteppich. Herrlich. Da riecht es, das ist gewaltig. Ja, Wasser ist wieder genug drinnen. Da so richtig schön grün wieder. Super, so wieder mal. Ha! Und da die Spur. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist das ein Biber? Naja, da werden wir jetzt ein bisschen einticken. Da stehen schöne große immer drum. Da nehmen wir ein bisschen was mit. Thank you.
Ja, da wäre jetzt ein bisschen was pflücken und dann zeige ich euch meinen Fundus. So, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ein bisschen was habe ich da drinnen. Das reicht mir vollkommen. Mehr brauche ich nicht, weil ich wieder was brauche, kann ich mir einen frischen holen. Ja, da oben sind wieder ein paar dunkle Wolken. Fangen da gerade wieder zum Ring an. Also, Nieseln, Ringer kann man das nicht nennen. Ich glaube, ich werde gar nicht mehr lang suchen. Ich werde mir das da einverleiben. Da bin ich ein bisschen windgeschützt. Ja, das gehört mir. Und jetzt machen wir sie mehr Käfchen. Das haben wir verdient. Ja, heute ist einmal wieder der Gaskocher in Einsatz. Das hat aber einen besonderen Grund, weil man nämlich einen neuen Brenner geleistet habe. Ja, geleistet, der kostet im Augenblick einen Spott. Der hat mir eigentlich gefallen, der Thorsten. Hat keinen YouTube-Kanal, aber ein guter Freund von mir aus Deutschland. Danke Thorsten für die. Der hat mir auf den aufmerksam gemacht. Und zwar, der kostet 19 Euro. Im Augenblick kostet er 9 Euro für Prime-Kunden bei Amazon. Hat 230 Gramm, glaube ich. Und mit Piezo-Zünder. Und was mir besonders gefallen hat, der hat eigentlich dieses Topfkreuz fast bis zu 4. Also da passen ein verdammt kleine Töpfe drauf. Normalerweise sind die alle weiter auseinander und dann passen kleinere Töpfe gar nicht drauf. Und das hat mir auch ehrlich gesagt getaugt. Ich habe ihn dabei nur einmal daheim in Gebrauch gehabt. Und ja, jetzt einmal da heraus live in Aktion quasi. Der hat auch Piezo-Zündung und hat ein schönes Flammbild. Gut, da haben wir einmal an. Heute gibt es einmal ein Käfchen und heute gibt es einmal eins von der Filtertüte. Jawohl, Filter gibt es heute einmal. Und zwar, ich habe jetzt ein Video gesehen, fällt mir jetzt der Name leider nicht ein. Ich blende ihn dann unten ein. Der hat so Kaffee in so Filterpackeln vorgestellt. Und ich habe ja diese Filtertüten einmal bei AliExpress 50 Stück gekauft, glaube ich, um 4-5 Euro haben die damals gekostet. Das sind quasi nur die Filtertüten. Die kannst du auch schön in einen Becher einhängen, Tasse, Becher, sonst was. Und muss man halt meinen eigenen Kaffee befüllen. Also, ich habe das schon lange daheim. Heute ist mein Bialetti auch daheim. Und heute machen wir sie einmal da an damit. Ja, der passt auch super drauf. Gut, die ist ja gar nicht so klar, die Tassen. Der ist ja relativ groß. So, und Gas machen wir. Ich hätte so einen Windschutz auch dabei, aber ich glaube, den brauche ich heute nicht mit. Ja, das geht ja ratzfratz, muss ich sagen. Gewaltig. Jawohl. Der erste Gruß wieder an meine Krankensesseln. Auch für die letzte Woche und für die zukünftige vielleicht. Na, gesund werden, Freunde. Wisst ihr, mit dem Virus, passt auf euch auf, wollen die Alten, die was in meinem Alter sind. Man weiß ja nie. Es war alles ein bisschen eine Hysterie, aber es liegt halt immer wieder so ein Fünkchen Wahrheit dran. Ja, und natürlich auch den Rest der Welt. Prost! Ja, der ist hui, schön stark. Muss ich nächstes Mal weniger nehmen, weil da seht ihr zum Glück nicht, da rollt es mir die Fußnägel auf. Ich hab da noch was Leckeres vom Dennis. Nussfruchtmix. Da werden wir ein bisschen Früchten mixen. Herrlich. Mmh. Mmh.
los? Wie haben wir eigentlich gekauft wegen einem sicheren Stand? Weil ich da immer diese 100 ml Kartuschen verwende, wenn schon. Und der hat da unten so Gummifiers noch drauf. Dann haben wir die Sicht. Ja, ich finde ihn wirklich nicht schlecht. Bezerzünder dabei und schön klar zum Zusammenlegen. Und das Geile ist der Topfständer. Da passen wirklich kleine Töpfe drauf und das ist wirklich urselten. Ja, Freunde, wer da mein Kaffee schon ist, genießt mein Fruchtmix herrlich. Und noch ein Geruch habe ich in der Nase. Ah, Kaffee! Ja, ein bisschen gefällt mich die Lichtverhältnisse, einmal ist die Sonne, einmal nicht. Gewöhnt sich der ISO ein bisschen automatisch. Ja, ich werde jetzt in Ruhe mein Fruchtmix knabbern, mein Käffchen austrinken. Passt. Na dann, wir sehen uns dann ein bisschen später noch. Ja, Freunde, ich habe wieder alles putzt, meine zwei Tipps und Tricks. Habe ich auch gedacht, ich werde es auch demnächst sehen, ich weiß nicht, ob es das vorher seht oder das andere. Ja, und jetzt hat mich noch ein Hagel überrascht. Gewaltig, das scheint die Sonne, es hagelt. Ja, auf alle Fälle, jetzt rennen wir wieder mal zusammen und dann geht's heimwärts. Na, die Schneeglickerl stellen sich selber wieder auf. Auch noch nicht lang. Jetzt ist wieder ein bisschen Windstuhl geworden. Ja, jetzt bin ich sowieso am Weg retour. Ja, da ist einer umgefallen, aber ich sag einmal, das stört mit dem Bärlauch nur die Schneeglickerl da in der Erde. Ja, leider, die sind alle so brüchig. Schade. Da ist jetzt gerade ein Baum umgefallen. Schaut spät auf Draht. Ja, leider habe ich jetzt den Baum nicht drauf gebracht. Er hat zumindest nicht mehr die letzten Töne von umgefallen. Das war gewaltig. Das ist da 50, 60 Meter drin gewesen. Wahnsinn. Und es geht nicht einmal Wind. Und der fliegt trotzdem um. Also immer in die Höhe schauen, Freunde. Ja, Freunde. Das war es einmal wieder von der Tour. Ich bin da jetzt wieder bei meinen Gewässerretouren, denn 200-300 Meter bin ich beim Auto. Und ja, was bleibt mir über zum Sagen? Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und pfiat euch die Buben.